Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Diese Sendung ist politisch geprägt und am 24. September finden die Wahlen statt. Es wird spannend, es ist eine heiße Phase und ich darf Ihnen heute einen Direktkandidaten der Partei Die Grünen vorstellen, Thomas Rahner. Schönen guten Abend, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen in unseren OK, Herr Rahner. Sie haben auch eine heiße Phase hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich, nehme ich an. Ja, da haben Sie recht. Vielen Dank für die Einladung heute. Hat mich sehr gefreut, dass Sie auch an mich als Kandidat einer kleinen Partei gedacht haben. Auf jeden Fall. In der Tat. Ich habe insgesamt schon 6 Podiumsdiskussionen hinter mir, eine größere Anzahl von anderen Veranstaltungen. Ich habe noch mehrere Veranstaltungen in der Planung bis zum Wahltag, Infostände und anderes mehr. Viel, viel Arbeit, Herr Rahner. Aber vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, Herr Rahner. Vielleicht kennt Sie der eine oder andere noch nicht. Ja, gerne. Ich bin 57 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt. Ich bin verheiratet, habe 5 Kinder zwischen 15 und 29 Jahren. Bin sehr viel kommunalpolitisch aktiv, bin Mitglied im Verbandsgemeinderat in der Verbandsgemeinde Aich und außerdem ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter im Kreis Alzey-Worms mit dem Geschäftsbereich für Umwelt. Das heißt, politische Erfahrung haben Sie schon viele gesammelt? Ja, ich bin kommunalpolitisch seit über 25 Jahren tätig, war auch mal 12 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Biebesheim im Kreis Groß-Gerau, also auf der hessischen Seite. Wir haben früher in Hessen gewohnt. Und in der Tat, also ich bringe sehr, sehr viel, vor allem kommunalpolitische Erfahrung mit. Für was steht Thomas Rahner? Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte? Was möchten Sie Neues machen oder verändern? Also meine Schwerpunkte sind ganz eindeutig die Umweltpolitik. Alles, was in diesen Bereich hineingehört, von der Luftreinhaltung, vom Thema Klimaschutz, von der Frage, wie muss ein zukünftiger Individualverkehr aussehen, also der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor zum Beispiel. Kommen wir gleich noch drauf, ja. Das ist ein sehr großes Thema, ja. Genau. Und als weiterer Schwerpunkt natürlich die Frage der Kommunalfinanzen. Ja, also auch von der Bundesebene her muss stärker darauf geachtet werden, dass die Kommunen eine ausreichende Finanzausstattung bekommen und dass vor allem Aufgaben, die der Bund oft ja sinnvollerweise den Kommunen überträgt, dass die auch solide finanziert sind. Es lastet viel auf den Kommunen, ne? Wir haben ja viele Beispiele, wo Geld wirklich nötig ist, Kindergarten, Schule. Ja, also klassisches Beispiel ist ja der Ausbau der Kindertagesstätten, der ja auch ansteht, der auch viele Ortsgemeinden hier bei uns im Bereich im Wahlkreis aktuell erheblich betrifft und wo es immer wieder schwierig ist, über die Kommunalfinanzen sowohl die Gebäude zu finanzieren, als auch die Folgekosten, die daraus dann entstehen. Und wie schafft man das, dass mehr Geld fließen kann, Herr Rahner? Druck. Anders geht es nicht, genau. Also doch, man muss es wirklich, glaube ich, so. Ja, also die Interessen müssen offensiv vertreten werden. Und mein Eindruck ist, dass in Berlin viel zu wenige Bundespolitiker gibt, die, ich sag mal, a, vom eigenen Erfahrungshintergrund her aus den Kommunen kommen und b, das auch tatsächlich in ihrem politischen Alltagsgeschäft auch beherzigen, dass sie nämlich daran denken, den Städten und Gemeinden tatsächlich auch die entsprechende Finanzausstattung zu geben. Unterstützung, ganz, ganz wichtig. Ja, kommen wir einfach mal zu einem Wahlthema, Umweltschutz. Das ist ja jetzt, aktiver denn je. Wir schauen immer wieder nach Amerika oder in andere Länder, wo also wirklich was für die Umwelt, für den Klimaschutz getan werden muss. Ich frage mich, wir haben 1997 ein Kyoto-Abkommen in die Wege geleitet. Es ist nicht gerade viel passiert. 2008 ist es erst in Kraft getreten. Amerika hat zwar unterschrieben, China auch, aber gemacht haben sie nicht viel, ne? Ja, alles nur heiße Luft. Ja, also das Kyoto-Abkommen war ein erster kleiner Schritt. Wichtig ist, dass das Pariser Klimaschutzabkommen, dass es da eine Einigung gegeben hat. Es muss jetzt in möglichst vielen Ländern in Kraft treten. Deswegen ist ja so schade, dass
die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump wieder einen Rückzug gemacht haben. Aber wichtig ist, dass die Europäische Union, dass China, dass Deutschland und viele andere Industrienationen mit dabei sind. Und daraus leiten sich eine Menge an Hausaufgaben ab, die in Deutschland gemacht werden müssen. Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Die Verpflichtungen können nur gelingen, wenn vor allem die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden bei uns im Land. Das ist ein ganz, ganz wichtiges politisches Ziel der Grünen. Zuerst die Braunkohlekraftwerke, später dann die Steinkohlekraftwerke. Und als weiteren Punkt natürlich die Umstellung des Verkehrssektors, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil dort sehr viele Luftschadstoffe eben durch die Vielzahl der Fahrzeuge bundesweit ausgestoßen werden. Deswegen die Umstellung auf Elektromobilität beziehungsweise möglicherweise auch eine Stärkung des Wasserstoffmotors. Genau. Also umweltfreundliche Technologien, erneuerbare Energien, da sind wir ja auch kräftig dabei. Genau, also der Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren hat sich in prima Deutschland entwickelt. Ja, ist ja durchaus auch ein Vorzeigemodell und zeigt ja auch sehr deutlich, dass sowohl Solarenergie als auch Windenergie absolut marktfähige Preise hervorbringen können. Mhm. Also eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, auch wichtig, dass wir da weltweiter Vorreiter gewesen sind. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir diese Vorreiterrolle nicht wieder verlieren. In der Automobilindustrie ganz, ganz wichtig, weil da hinken wir etwas hinterher. Genau. Also Amerika hat den Tesla-Wagen rausgebracht, China ist ganz, ganz fleißig. Aber was bedeutet das, wenn wir die üblichen Verbrennungsmotoren nicht mehr produzieren? 2030 ist ja das Ziel, dass jeder ein Elektroauto oder wasserstoffbetriebenes Auto fahren kann, soll oder darf. Aber ehrlich gesagt, Elektroauto ist ja viel zu teuer momentan noch. Wer kann sich so ein Auto leisten? Wo gibt es Ladestationen und so weiter? Das sind ganz, ganz tolle Ziele, aber... Also die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm stehen, dass ab dem Jahr 2030 keine Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren, also Benzinern und Diesel, passieren sollen. Das ist das politische Ziel, das wir in dem Wahlkampf vertreten. Das heißt natürlich, dass dann vorhandene Altfahrzeuge weiter benutzt werden dürfen. Ja, das, na gut, in 30 Jahren werden die nicht mehr fahren können, das heißt, denke ich. Nee, 2003, das ist ja nicht mehr so lange. Wir sind ja nur noch 12, 13 Jahre. Gut. Aber die Themen, die Sie ansprechen, ist ja alles völlig richtig. Ja, also die Ladestationendichte muss erheblich ausgebaut werden. Die Reichweite der Fahrzeuge muss erheblich verbessert werden. Und ich gehe fest davon aus, dass wenn die Massenproduktion startet in dem Bereich, dass dort auch die Preise erheblich untergehen werden, genauso wie sie auch bei Solaranlagen zum Beispiel ganz dramatisch gefallen sind in den letzten Jahren. Also da muss viel passieren, da hat unsere deutsche Industrie viel zu lange geschlafen. Und wenn ich lese, dass China überlegt, in den nächsten Jahren schon viel, viel schneller wie 2030 eine verpflichtende Elektroautoquote einzuführen, 2023 dann wird, als Ziel, der Druck, zum Glück der Druck auch für unsere Industrie erheblich zunehmen und sie muss sich einfach bewegen und die Politik muss das mit entsprechenden Rahmenbedingungen begleiten. Unbedingt. Denn die globale Erderwärmung nimmt zu und die Naturkatastrophen, wie wir wissen, werden ja auch immer gewaltiger. Ich hoffe nur, dass das ganz, ganz schnell geht. Aber müssen wir jetzt Angst haben, dass wir Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren können? Brauchen wir eine blaue Plakette zum Beispiel? Also die Grünen und auch persönlich, wir sind sehr dafür, dass die blaue Plakette eingeführt wird, damit einfach die Luftschadstoffbelastung in unseren Innenstädten von den Großstädten deutlich reduziert werden kann. Mhm. Das ist vor allem deswegen wichtig, damit die Leute, die da wohnen, das nicht auf deren Rücken, auf deren Gesundheitsinteressen der Kfz-Verkehr stattfindet. Deswegen halten wir es für ganz wichtig, dass die blaue Plakette kommt. Letztlich wird es natürlich dazu führen, dass der Dieselmotor erheblich an Bedeutung verlieren wird. Also muss man die Hersteller in die Pflicht nehmen, die Automobilindustrie muss einfach anders denken. Genau. So sieht's aus. Was glauben Sie, wie die Automobilhersteller reagieren jetzt, nachdem sie das alles fordern? Wie glauben Sie, wird das funktionieren?
Also unsere Industrie hat ja in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr flexibel reagieren kann. Und sie will ja auch ihren Exportmarkt China zum Beispiel nicht verlieren. Deswegen wird sie reagieren, weil der Druck sowohl im Inland als auch vom Ausland her erheblich zunehmen wird. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass das ein oder andere marktfähige Konzept auch schon in den Schubladen liegt, nur endlich in die Umsetzung kommen muss. Aber wichtig ist, strategische Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Zum Beispiel, gibt es eine eigene Batterieproduktion in Deutschland, ja oder nein? Das sind Entscheidungen, die unmittelbar anstehen. Und da ist auch durchaus zu fordern, dass die neue Bundesregierung in der nächsten Wahlperiode über Förderprogramme und Ähnliches nachdenken muss und entsprechende Rahmenbedingungen setzt, damit unsere Industrie diesen Umbau zügig und sinnvoll hinkriegt. Ich hoffe, dass das wirklich zügig funktioniert und dass auch keine Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dass der CO2-Ausstoß wirklich geringer wird. Ja. Wie hoch ist denn der CO2-Ausstoß bei uns in Deutschland gesunken? Wissen Sie die Zahl zufällig, seitdem wir dieses Abkommen haben? Ich habe die Zahl nicht auswendig präsent. Aber wir haben reduziert. Also es wird ja ganz oft das Jahr 1990 als Bezugsjahr genommen. Dazu haben wir reduziert. Allerdings in den letzten Jahren hat sich die Reduzierung verlangsamt oder stagniert. Also von daher, das ist durchaus ein kippliges Thema. Aber wie gesagt, CO2-Ausstoß, Kohlekraftwerke sind eben ganz, ganz wichtig, dass die vom Netz gehen, weil das die größten größten Einzelverschmutzer sind. Kfz oder Diesel ist halt auch noch wichtig wegen dem Ausstoß von NO2, Stickstoffdioxid, ein Gas, was die Lunge angreifen kann, Gesundheitsbelastung der Innenstadtbewohner eben so problematisch ist. Deswegen, auch das muss zurückgehen, neben CO2 und Feinstaub und anderen Dingen mehr. Ja, da muss was getan werden. Kommen wir ganz kurz zu TTIP. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema. Die EU plant ja dieses transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen. Ziel soll ja sein, neue Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Was ist Ihre Meinung dazu? Also die Grünen stehen gegenüber TTIP sehr kritisch gegenüber, aus mehreren Gründen. Zum einen bezweifeln wir sehr stark die Prognosen, die damit zusammenhängen. Also wir glauben nicht, dass es so dramatisch viel für Wirtschaftswachstum oder neue Arbeitsplätze überhaupt bringen würde. Wer würde eigentlich profitieren davon? Wenn dieses Abkommen... Das ist eine gute Frage. Also Deutschland ist ja heute schon Exportweltmeister. Ich weiß nicht, ob wir dann Doppel-Exportweltmeister werden sollen oder was auch immer. Ja. Aber das größte Problem aus meiner Sicht ist die Frage, in diesem Handelsabkommen sind ja auch besondere Verfahren verabredet, wie man mit Streitigkeiten umgeht und dass man von den staatlichen Gerichten weggeht hin zu privaten Schiedsgerichten, die dann auch unter Umständen zu Lasten von Staaten ihre Schiedssprüche sprechen können. Das heißt, Deutschland als Staat würde sich einem privaten Schiedsgericht unterwerfen müssen, halte ich für absolut problematisch. Ja, also dafür haben wir die staatlichen Gerichte und das Justizsystem funktioniert. Sollte auch so funktionieren. Funktioniert europaweit gut, also das muss aus meiner Sicht auch ausreichen. Dann geht es ja auch um die Qualitätsstandards. Ich meine, es kann ja ein- und ausgeführt werden. Wir haben ja sehr hohe Qualitätsansprüche. Wenn die Sachen zu uns kommen, wer prüft das? Ich meine, wir wissen, Gentechnik ist populär, Fracking ist ein Thema. Ja, also in der Tat, die Sorge ist ja, dass unsere Umwelt- und Verbraucherschutzstandards unterlaufen werden können. Von ausländischen Produzenten. Und diese Gefahr ist von den Abkommen, die bisher abgeschlossen worden sind, die enthalten ja diese Gefahr. Also da ist noch viel, viel nachzuverhandeln aus unserer Sicht. Ja. Gut, dann haben wir das Thema auch hinter uns, Herr Rahner. Herr Rahner, wie kommen Sie mit den Menschen zurecht in Ihrem Wahlkreis? Sagen die, da ist der Herr Rahner. Finde ich klasse, den habe ich auch gewählt. Wie funktioniert das bei Ihnen? Wie kommen Sie an? Also ich bin mit der Resonanz im Wahlkampf absolut zufrieden. Natürlich
ist zu merken, dass ich zu einer kleineren Partei gehöre. Mhm. Das ist vollkommen klar. Die aber sehr wichtig sein kann. Ja, also gell? Das Ziel ist ja durchaus auch, in eine Regierung zu kommen. Mhm. Jetzt losgelöst von Spekulationen über Konstellationen, aber das Ziel ist ja das eindeutig. Das machen wir nicht, nein. Ja, könnten wir ja auch gar nicht richtig. Also das Ziel ist ja durchaus, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und deswegen ist dieser Wahlkampf ja auch so wichtig, weil das Rennen, also die Frage, wer wird Nummer drei im Parteienspektrum, ist ja durchaus noch offen und da ist noch viel Bewegung möglich. Genau, aber Sie reden ganz offen mit den Menschen, Sie haben Veranstaltungen, haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen. Ja, also anders, also ist ja typisch für Wahlkampf, das ist im Kommunalwahlkampf ja auch nicht anders. Und ja. Kommen gut an, sind immer im Gespräch, Ihr naja, Gesicht kennt man. Ich will jetzt nicht übertreiben, also ich bin natürlich lange nicht so bekannt wie die Kandidaten der beiden großen Parteien, das ist vollkommen normal. Aber ich merke, dass ich werde immer mal wieder mit meinem Namen angesprochen und solche Dinge und was auf Podiumsdiskussionen besprochen wird. Also das wird sehr ernst genommen, merkt man auch an Rückmeldungen aus dem Publikum. Und ich merke auch, dass es wichtig ist, als Grüner bei so Veranstaltungen dabei zu sein, weil uns Kernthemen werden von den anderen nicht unbedingt thematisiert. Ja, also Klimaschutz oder die Frage Verkehrswende oder Abschalten von Kohlekraftwerken, das wird von den Großen und auch von den Linken nicht thematisiert. Ja. Ich finde Klimaschutz mittlerweile wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, die Eisberge schmelzen ja, und wie gesagt, die Gletscher schmelzen, genau. In der Schweiz gibt es Bergstürze. Also, ja, ist ganz wichtig. Also die Anzeichen sind wirklich sehr deutlich, ja. Prima, Herr Rahner. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich wünsche weiterhin einen spannenden Wahlkampf. Gute Zahlen natürlich für jede Partei, das nicht für jede Partei jetzt, das sage ich mal jetzt nicht. Ich wünsche einfach viel Erfolg, noch spannende Erlebnisse für Sie und ich denke, man sieht sich. Genau. Und wo werden Sie jetzt den Wahlkampf verfolgen? Daheim bei der Familie? Sie meinen am Wahltag? Am Wahltag, genau. Ja, werde ich sicher zu Hause sein. Genau. Das wird spannend. Ein Fläschchen schön aufmachen, gemütlich beisammen genau. sein. Genau. Und so muss Wahlkampf sein. Ich wünsche Ihnen noch viel, viel Spaß, viel Erfolg und schön, dass Sie bei uns waren. Ja, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.